Hallo zusammen, ihr habt vielleicht das Video gesehen, wo ich gezeigt habe, dass Solarzellen kamen und mit diesem Container kamen Muster von diesen Solartaschen. Das ist eine 200 Watt Solartasche und zwar sind das nicht flexible Zellen, sondern hart und sie ist relativ schwer, aber durch das hat sie natürlich auch mehr Stabilität. Wir haben die Tasche, die ist dreimal gefaltet und ich habe Fragen dafür, komme ich nachher dazu. Und das Panel sieht dann so aus, also sechs Teile und hier auf dieser Seite sind drei solche Füße. Dann kann ich das Panel eigentlich dann auch in die Wiese stellen. Mit drei solchen Füßen so abgestellt, also aufmachen, die drei Füße rausklappen, braucht ein bisschen mehr Platz und so ausbreiten. Oder ich kann das Panel auch idealerweise irgendwo aufhängen oder irgendwo aufs Dach legen, nicht vergessen beim Abfahren. 200 Watt monokristalline Zellen, starr so eingepackt. Und hier, wenn ich das wieder zumache, also das Ding ist relativ schwer, muss ich schon sagen. Hier habe ich eine Tasche oder eine Seitentasche und hier drin hat es zwei solche Kabel. Und jetzt meine Frage an euch, mit dem können wir ja nichts anfangen. Ihr wisst, ihr habt ein Wohnmobil oder ein Boot oder sonst irgendwas. Und jetzt brauche ich einen Solarregler. Ich habe hier einen Standard-MPPT-Regler. Hier kann ich direkt auf die Batterie fahren und hier müsste ich das anschließen. Aber dafür brauche ich wieder ein Stück Kabel. Und hier habe ich den gleichen Regler, aber mit Industriestecker und so Kabel. Und wenn ich das hier jetzt hier so reinmachen muss, klar zusammenstecken kann ich es, und dann bringe ich das Ganze hier rein und dann habe ich das so komplett versorgt. Das wäre eine Möglichkeit, euch diese Tasche anzubieten, einfach mit dem 50 Ampere Stecker. Wir könnten auch hier noch ein Stück Kabel dazu liefern. Die andere Alternative ist das. Das müsste man dann so einstecken. Aber theoretisch muss ich das gar nie trennen. Wir haben hier Solarkabel. Diese Solarkabel sind doppelt isoliert, wetterfest und so weiter. Und statt diesem Kabelbund, das sind 5 Meter, und das sind 10 Meter. Gleich dickes Kabel, aber hier flexibel, ein Kabel, nicht zwei. Und man könnte jetzt auch sagen, uns hier in der Werkstatt, ich schneide diese Stecker ab und mache dieses Kabel fix dran. Ich löte es ein, schrumpfe das ein, das ist kein Thema. Dann kriege ich das Kabel auch hier in diese Tasche und dann habe ich diesen Solarregler und mache das hier hin mit 8 Meter Kabel zum Beispiel. Und dann auf dieser Seite habe ich eben diese Möglichkeit, diesen Stecker hinzumachen, das hier hinzumachen, zwei Ösen, da muss ich jedes Mal schrauben, oder so Krokodilklemmen, da kann ich direkt auf die Batterie fahren, also anklemmen, da muss ich einfach gucken, dass ich nicht verwechsle. Das Gegenstück hier, das bleibt dann ja, ich sag mal, im Fahrzeug drin. Wichtig ist einfach, die Distanz von diesem Regler auf die Batterie, die muss so kurz wie möglich gehalten werden. Weil wenn wir hier dicke Kabel verwenden oder dünne, lange Kabel, kann der Regler nicht sauber regeln. Also die Distanz muss dünn sein,
Aber irgendwo, bei so einem Koffer, muss ich ja trennen können. Schreibt mir mal unten in den Kommentare. Vom Preis her spielt das gar nicht so eine Riesenrolle. Die Regel ist der gleiche. Ob ich so ein Solarkabel nehme, doppelt isoliert, oder hier 8 Meter, solches 2,5 Quadratkabel, spielt auch keine Rolle. Und hier direkt anzulöten oder einen Stecker montieren, spielt auch arbeitstechnisch nicht so eine Riesenrolle. Was würdet ihr machen? Weil ihr braucht den Regler. Ob den Regler oder einen anderen Regler, spielt keine Rolle. Das ist ein MPPT-Regler, relativ kompakt, funktioniert. Weil eben, Variante 1 ist dieses Kabel mit diesen Steckern und das hier auf die Batterie. Variante 2 ist solch ein Kabel, direkt angeschlossen, direkt zusammengelötet und hier 8 Meter Länge. Und hier statt den Ösen könnte ich so einen Stecker machen oder solche Krokodilklemmen. Die technischen Daten von diesem Panel, das verlinke ich euch unten im Videobeschrieb. Als Artikel habe ich das noch nicht geführt. Der Preis so konventioniert, wie ihr das möchtet oder ich nachher als Standard irgendwo definiere, liegt etwa bei 350 Schweizer Franken für ein 200 Watt Peak Panel. Ehrliche 200 Watt. Nicht irgendwie große Zahlen, die nichts bringen. Ich habe vorher die Größe gesehen, dieses Panel hat 200 Watt. Weil ein Kunde hat mir das geschenkt, hier hat ein 300 Watt Solarpanel. Gut, hat doch nichts gekostet. Hat er in China gekauft, irgendwie ein großer Anbieter. Ja, aber 300 Watt oder 200 Watt sind schon kleine, feine Unterschiede. Das Ding hat gemessen, habe ich etwa 5 Watt Peak, hat das Teil reingekriegt. Also, vergesst die Energie. Hier verlinke ich euch ein Video über unsere Solarpanels und ich wünsche euch einen schönen Tag.